Dieter Bohlen ist heute unser Gast und am 7. Februar, da feiert er seinen 66. Geburtstag. Doch schon am 1. Februar, da hat er ein ganz besonderes Jubiläum. Die 9. Castingshow von Deutschland sucht den Superstar ist nämlich seine 500. Folge als Juror einer Castingshow. Also DSDS und das Supertalent zusammengenommen. 30 Staffeln der beiden Erfolgsshow-Reihen hat er bereits als Chefjuror geprägt. Und wir wollen von ihm wissen, ob er sich das je hätte vorstellen können. Naja, ganz am Anfang, glaube ich, wäre das unvorstellbar gewesen, über 30 Staffeln zu reden, ja, weil, ja, damals ging das so alles so los, also und das Supertalent auch ganz vorsichtig mit 3 Sendungen und ich habe aber an die Formate, auch an Supertalent wirklich eigentlich immer geglaubt und habe eigentlich immer gesagt, dass ich an diese Formate glaube und dass, wenn man die gut macht, und das ist ja das Wichtige, dass es die dann auch lange geben kann, weil wir sehen ja in vielen anderen Ländern, gibt es im DSDS, sprich da Idol nicht mehr. Warum? Weil die oft eben nichts verändert haben und immer wieder dasselbe gemacht haben. Aber wir sind jetzt schon am Überlegen, was wir 21 machen und so weiter. Und ja, es geht immer darum, ich meine, dem Publikum und den Zuschauern eben das zu zeigen, was sie mögen. Das ist auf alle Fälle, sind das die Castings, die mega gut ankommen, schon seit Anfang an. In den anderen Sachen, jetzt zum Beispiel bei den Motto-Shows, hat sich natürlich schon über die ganzen Jahre jetzt so ein bisschen geändert, das Zuschauerverhalten. Und da muss man dann natürlich auch darauf reagieren und das werden wir auch tun. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, als man dir überhaupt das Angebot gemacht hat, als Juror bei DSDS mitzumachen? Und was hast du damals gedacht? Ja, das weiß ich super genau. Ja, also damals hat mich Gerhard Zeiler, der war der Europachef von RTL, angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Format DSDS, oder damals gab es noch gar keinen Namen, also weil wir wollten das ja erst Deutschlands Idol oder irgend sowas nennen. Und dann konnten wir aber diesen Idol-Namen eben nicht benutzen, weil sich den ein schlauer Produzent hat sichern lassen, nämlich Frank Farian. Und da konnten wir das eben dann nicht benutzen. Aber man hatte mich angerufen und hat einfach gesagt, sag mal, die machen eine Castingshow mit Sängern und ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und also ich war wirklich hellauf begeistert und man hat mich dann eingeladen, nach Köln zu kommen und war eben auch relativ begeistert von mir, weil ich mich ziemlich gut vorbereitet habe. Und die waren ganz erstaunt, dass ich mich auch so auskannte. Und dann ging das ganz ratzfatz, ja. Und dann ging es quasi nur noch drum, wer neben mir sitzen soll. Ja, und da saßen schon ganz, ganz viele Kollegen in den letzten Jahren in der Jury. Mit wem hat es dir am meisten Spaß gemacht? Ja, also ich habe also unheimlich liebe, nette Kollegen kennengelernt. Jetzt, mit wem hat es mir Spaß gemacht? Also die waren da, ob das ein HP oder ein Heino oder, weiß nicht, ich vergesse jetzt bestimmt, Thomas Stein damals in den Anfängen. Und es gab wirklich ganz, ganz nette Kollegen, mit denen das wirklich also einfach klasse war. Aber jetzt natürlich auch aktuell mit den Leuten, also mit Pietro und Xavier und so weiter, das ist toll, ja. Und es gab natürlich, wie das immer so im Leben war, natürlich auch irgendwelche Leute, also die einem auf den Geist gegangen sind, ne? Das ist ja nicht anders, wenn man in irgendeiner Firma arbeitet, glaube ich. Da hat man bestimmt auch Kollegen, die man echt mag, ja, mit denen man befreundet sein möchte und ein Bier trinken gehen möchte. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, den man am liebsten in den Arsch treten würde, ja. 17 Jahre DSDS, 13 Jahre das Supertalent. Da muss man natürlich die Frage stellen, macht es dir noch Spaß oder kriegt man irgendwann Ermüdungserscheinungen? Ja, bei mir nicht, also weil dann würde ich es nicht machen. Also das Schöne ist natürlich auch daran, an DSDS, also ich kann da natürlich an sehr vielen Punkten entscheidend mitreden. Das war natürlich am Anfang nicht. Also das musste ich, sag mal, diese Sporen, wie das so schön heißt im Altdeutsch, ja, die musste ich mir echt verdienen, ja. Und das Ding ist, als ich da am Anfang angefangen habe, da war es einfach so, die Fernsehleute standen da und wollten eben ihre Sendung machen und hatten gar keine Lust irgendwie, dass da jetzt irgendwie so ein Musiker da mitredet, ja.
Aber da es eben um eine Musiksendung gegangen ist und geht, wollte ich da natürlich schon mitreden und habe natürlich auch an vielen Erneuerungen dieses Formats mitgearbeitet. Und auch die Arbeit jetzt im Team ist mir erstmal gar nicht so über die Jahre gar nicht so leicht gefallen, weil ich ja immer so ganz alleine da im Musikstudio gesessen habe. Und das war eben ganz anderes Arbeiten, weil da ging es wirklich einfach so, das musste alles so gemacht werden, wie ich mir das vorstelle und gut ist. Und das ging natürlich jetzt nicht. Auf einmal quasi war ich so vom einsamen Wolf in so eine Teamrolle gedrückt. Und damit bin ich erstmal, hatte ich echt Schwierigkeiten. Und aber jetzt über die ganzen Jahre und so macht mir das natürlich auch Spaß, mit anderen Leuten da Ideen auszuarbeiten und mich mit denen zu treffen und sich hinzusetzen und so weiter. Also diese, ich sag mal, neue Ideen durchzudrücken, ist dann natürlich wirklich wahnsinnig schwer. Erzähl, wie hat sich das Musikgeschäft in den letzten 17 Jahren verändert, seit es DSDS gibt? Ja, wir hatten also quasi, als wir anfingen, gab es glaube ich noch lange Spielplatten, dann kam eben die schöne CD, dann kamen die Downloads und mittlerweile sind wir jetzt bei Spotify angekommen, was natürlich auch so ein Format prägt. Ja, das muss ich ganz ehrlich, auch der Musikgeschmack hat sich natürlich sehr geändert und ist natürlich heute ein bisschen schwer, wo, sag ich mal, 80%, 90% der Nummern, die in den Charts sind, fast nur noch Autotune sind, wo kaum noch, also, sag ich mal, natürliche Stimmen zu hören sind. In einem Markt, sag ich mal, wo Celine Dion gerade auf Tournee geht oder Mariah Carey auf Tournee war. Mariah Carey hatte eben, war ein fast Desaster, sag ich mal. Die hat in Hamburg hier knapp 4000 Zuschauer und ich glaube, die Tournee, was ich gestern gehört habe von Celine Dion, läuft auch nicht mehr. Daran sieht man also, so große Stimmen und so weiter, ist im Moment nicht die Zeit. Ja. Und der Deutsch, sag ich mal, Hip-Hop ist natürlich ganz was anderes als das, was wir vor 17 Jahren hatten. Aber auch da, ich meine, muss man sich eben versuchen, eben anzupassen an die Gegebenheiten. Jetzt kommt ja immer wieder von Kritikern der Vorwurf, dass aus den Gewinnern nichts wird. Naja, das kann ich so nicht unterschreiben, weil also eine Beatrice Egli ist immer noch auf Tournee und ein Pietro Lombardi hat jetzt, glaube ich, irgendwie drei Nummer Einsen erst kürzlich gehabt. Ja. Wir können natürlich nicht mehr, wie das am Anfang einfach, als die Staffel losging, da war eben noch CD-Verkäufe und da gab es dann irgendwie bei Pietro zum Beispiel in der Zeit Downloads, ja. Da sind wir alle mit unseren Produkten durch die Decke gegangen und wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel haben wir 4,5 Millionen CDs verkauft mit den ganzen Produkten. Also Alexander Klavs, dann diese Zehnergruppe We Have a Dream, sogar also Daniel Kübelböck damals hat sogar noch Platin gemacht und so. Das war der Wahnsinn, ja. Und das hat sich jetzt heute geändert. Jetzt sieht man eben, geht quasi nur noch über Spotify und Streamings. Und da haben alle Castingshows die gleichen Probleme. Also der Gewinner von Voice ist noch nicht mal in die Top 100 gegangen. Also findet überhaupt nicht in den Charts statt. Ja, da sieht es bei uns noch ein bisschen besser aus. Aber wir können in Zukunft oder machen das auch, wir können Türen aufmachen, wie wir das zum Beispiel beim Pietro eben gemacht haben. Und dann ist aber Pietro über Jahre eben selber gelaufen und hat sich sein Ding gesucht und hat selber versucht, da irgendwie was zu machen. Wir können also nicht mehr alles machen, den Leuten quasi die Nummer eins noch mit aufs Tablett legen und so weiter. Aber wir können jemanden bekannt machen. Wir können jemanden an den Start schicken. Und wir können ihm natürlich eine Aufmerksamkeit geben, die er nirgendwo kriegt. Ja, also weil viele dieser Künstler heute, die sag ich mal, ganz oben in den Streaming-Charts sind, wenn die über die Straße gehen, die kennt kein Mensch, ja. Und es sind also keine visuellen Stars mehr, sondern eher Stars im Streaming-Bereich. Und aber wir können jemanden groß machen, aber den Weg dann weiter, den muss eben der alleine laufen. Also es kann RTL oder ich oder wer auch immer nicht leisten, sage ich mal, dass wir den, sage ich mal, in die Streaming-Charts oder wer weiß was kriegen. Ja, das müssen die dann selber machen. Wie du schon sagst, auch die Währung von Erfolg im Musikbiss hat sich geändert. Das sind heute Streaming-Zahlen, wo man auch viel von Manipulationen hört. Ja, also die sagen ja auch selber, also meinetwegen in den Shisha-Bars, du, ihr braucht das ja nicht anhören, lasst das einfach auf Dauerschleife laufen.
Und also mir kann keiner erzählen, dass Titel also 1,6 Millionen Mal am Tag irgendwie von Leuten gestreamt werden. Aber ich meine, die Zeit ist eben, also die Charts sind generell im Moment ziemlich manipuliert. Das gilt für die Albencharts als auch für die Singlecharts, ja. Also bei den Albencharts ist es ja auch, da braucht sammelt jemand, sage ich mal, ein Dreiviertel oder ein Jahr lang über Verkaufskanäle im Fernsehen, sage ich mal, 2000 CDs ein, ja, indem er da auch wochenlang das verkauft, dann meldet er die an einem Tag und geht dann von 0 auf 1 und die Leute fragen sich, sag mal, wer ist denn das, der jetzt gerade auf 1 gegangen ist, ja. Und im Single-Bereich eben über die Streamings, das ist, die Zeiten sind im Moment ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, also es ist eben so, wie es ist. Die Schallplattenfirmen haben das so ein bisschen so eingestielt. Ich weiß eigentlich nicht so genau, warum sie das eigentlich gemacht haben, weil sie damit natürlich auch viele Sachen zerstören oder Leute an diese Charts gar nicht mehr glauben. Aber wie gesagt, ich bin immer jemand, der die Sachen so nimmt, wie sie sind. Das ist im Moment so, da kann man nichts dran ändern. Und trotzdem werden wir den Leuten natürlich unseren Kandidaten die Möglichkeit geben, sich einem Millionenpublikum zu zeigen. Und die Zuschauer können dann eben beurteilen, ob sie den oder die gerne mögen. Wir werden denen natürlich die Möglichkeit geben, in den Motto-Shows auf großen Bühnen zu stehen. Und wir überlegen jetzt eben auch schon wieder an ganz große Live-Events, die wir machen wollen. Und schauen wir mal, ja. Also, dass man einfach sagt, komm, wir treten jetzt vor 18.000 Leuten, machen wir meinetwegen das Finale oder wie auch immer. Das haben wir ja schon mal früher mal probiert, ist super gelaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir das eingestellt haben, ja. Ich glaube, wir haben die Halle nicht gekriegt oder eher so ein Quatsch war das. Aber sowas sollten wir machen, dass wir dann einfach den Leuten sagen, du, das Ende findet statt vor 20.000 Leuten in Köln oder in Düsseldorf oder wo auch immer, in einer Riesenhalle, ja. Und vielleicht dann auch mit irgendwelchen anderen Leuten noch dabei oder muss man mal gucken. Aber ich meine, ich glaube schon, dass DSDS den Kandidaten eine Menge zu bieten hat. Und wenn ich, sage ich mal, 18 wäre, ich würde diesen Weg eben auch gehen, ja. Ja, muss man jetzt mal so sagen. Du bist 65, andere gehen in deinem Alter in Rente. Du scheinst aber ein sehr rastloser Mensch zu sein. Was treibt dich an? Das höre ich ja nicht so gern, ja. Ja, also bestimmt nicht Geld. Also die Leute meinen immer, ich mache alles wegen Geld. Das ist völliger Quatsch, weil Geld habe ich. Ich meine, man sagt zwar, Geld kann man nie genug haben, aber also Geld ist da nicht die Antriebsfeder. Es ist natürlich ja ein interessantes Leben, was ich führen darf. Und da bin ich auch wirklich total dankbar für. Also für mich gäbe es wirklich nichts Schlimmeres, als zu Hause zu sitzen und mir, klar, ich könnte jetzt, und die Leute haben immer so, ja, dann fliegt doch um die Welt und guck dir das an. Da muss ich aber sagen, ich war überall auf der Welt und habe mir alles angeguckt. Und also ich sage mal, wenn ich 2 Wochen auf einer Insel sitze, dann reicht mir das auch, ja. Es sei denn Mallorca, da kann ich es länger aushalten, aber 2 Wochen Malediven ist okay, ja, aber dann möchte ich auch wieder arbeiten und keine Ahnung, mir macht das natürlich alles, was ich mache. Ich bin in der wirklich super, super, super glücklichen Lage, dass ich mir einen Beruf ausgesucht habe, der wahnsinnig Spaß macht. Das war ja eigentlich mein Hobby, Musik zu machen. Und ich habe ja nur mein Hobby zum Beruf gemacht. Und eigentlich ist es ja dann ja kein Hobby, sondern ich kriege für mein Hobby Geld. Und das ist natürlich der Idealfall aller Idealfälle. Und ich wünsche das eigentlich jedem. Und aber es geht natürlich nicht, weil irgendjemand muss die Mülleimer reinigen und irgendjemand muss, ich weiß nicht, die auch Scheißarbeit machen, sage ich mal. Da tut mir natürlich echt leid. Ja, ich habe, also das ist, also ich weiß, dass ich damit eine wahnsinnig privilegierte Position habe und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Aber deshalb kommt bei mir auch nie so dieses Ding, oh, ich habe keine Lust oder so, ja. Wenn ich 10 Stunden Casting mache, werde ich irgendwann auch müde, aber am nächsten Tag wacht man wieder auf und denkt, ey, geil, na. Also würdest du von dir sagen, du bist ein glücklicher Mensch? Ich, ja. Also weil glücklich, also nicht glücklich, also dass ich jetzt hier auf dem Bein von immer hin und her springe, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, und manchmal habe ich schon das Gefühl, ja, möchte man natürlich noch mehr und so ein bisschen, ja, was, also der Ehrgeiz treibt mich natürlich immer,
Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Also, und wenn ich sag mal, wenn ich mit meinem Leben nicht zufrieden wäre, müsste ich echt mit der Dachlatte eins auf den Schädel kriegen, ja. Weil, also im Gegenteil, ich bin da auch sehr demütig. Ich bete ja auch, wie einige jetzt von meinen Followern, auch im Wissen, was mir wohl keiner zugetraut hatte. Und ich bin da schon dankbar. Und ich weiß, also mit 65 Jahren, ich habe so ziemlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wüsste jetzt nicht, wenn du mich fragen würdest, was möchtest du noch erreichen? Ich will gar nichts mehr erreichen. Ich möchte nur noch einfach gesund sein und mit meiner Familie hier leben können und so. Aber ich bin total zufrieden, total. Schön. Danke, Dieter, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, ne? Und auf viele, viele weitere Jahre. Tschüss und alles Gute euch.